Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Ich möchte euch heute meine Ausbeute von DM und Rossmann zeigen. Ich habe eine kleine Tüte, da ist ein Teil Rossmann drin und DM. Damit wollte ich anfangen und dann den Rest. Der Rest ist dann nur von Rossmann. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und bleibt doch gern dran. Also, auf jeden Fall gibt es erstmal die Tüte. Da habe ich, wie gesagt, drei Teile oder so vom Rossmann drin. Als erstes habe ich hier das Duschgel von Fa, dieses Sport Fresh Duschgel mit Grapefruit und Beerenduft. Pflegend erfrischendes Duschgel. Ist aktivierend und extra frisch. Ist ja jetzt eine neue Variante, gibt es ja drei Stück davon. Ich habe jetzt das mehr mitgenommen gehabt, weil es mich am meisten angesprochen hat. Und ja. Das auf jeden Fall. Dann ging aus dem Sortiment von Herbal Essences dieses Dazzling Shine, diese Spülung für natürlichen Glanz und natürlichen Glow. Das ist mit Limettenessenz und ja, wie gesagt, brauche ich ja auch öfters dann halt mal eine Spülung. Dann habe ich hier noch dieses Pflegepeeling von Isana mit Granatapfel und Kea steht da drauf. Mit feinen Peelingkörnern. Ja, ist ein, so eine Limited Edition, ein Peeling. Und ja, bin schon gespannt drauf, das auszuprobieren. Und dann geht es weiter mit DM. Da kam jetzt einmal mit von Schwarzkopf dieses Gel Conditioner. Schwerelose Gel Conditioner zum Ausspülen steht hier drin. Von Gliscor. Gliscor mag ich sehr, sehr gerne. Und in der Variante Total Repair. Da gibt es ja auch diese Spülung von, die mag ich auch sehr, sehr gerne. Hatte ich schon sehr, sehr oft und deswegen habe ich gedacht, die Reihe wird gar nicht mal so schlecht sein. Ohne Parabene für dünnes und trockenes Haar. Dünnes Haar habe ich jetzt nicht, aber so eher trockenes Haar. Deswegen kam das jetzt mit. Und wie gesagt, das kann man ganz normal wie eine Spülung halt nutzen, sanft im feuchten Haar verteilen. Und danach gut ausspülen, regelmäßig anwenden, vor Kälte schützen. Ja, bin schon gespannt drauf. Mal gucken, wie das denn so ist. Dann gibt es ja jetzt neu von Garnier dieses Milky Micellenwasser, Micellenreinigungswasser All-in-One für besonders trockene und empfindliche Haut. Ja, mal bin ich gespannt drauf, wie es auf jeden Fall ist. Soll Make-up entfernen, reinigen und pflegen für Gesicht, Augen und Lippen. Ja, mal gucken. Ich nehme es erstmal für die Augen, denke ich mal. Und dann mal gucken, ob ich es auch fürs Gesicht benutze. Bin ich schon gespannt drauf. Und dann gibt es ja auch so einen Aufsteller. Oder gab es so einen Aufsteller? Ich weiß es gar nicht. Mit so einem Designs Limited Editions wieder von Denk mit. Da habe ich jetzt einmal die Allzwecktücher mitgenommen. Hier steht drauf, Heike heißen die. Ja, Wisch und Weg und die brauche ich eigentlich immer. Und da es jetzt eine limitierte Edition ist, habe ich gedacht, probierst du die einfach mal aus. Dann kam mit eine Taschentücherbox von Soft und Sicher. Diese mag ich ja sehr gerne, die viereckigen mit so einem schönen Design. Und ja. Brauchte ich mal wieder. So, dann haben wir hier noch. Diese wollte ich jetzt mal ausprobieren von Denk mit. Die Spülmaschinenreiniger. Die schmeißt man ja einfach unten mit beim Spülgang mit rein. Sind drei Stück drin. Beseitigt Fett, Ablagerung und Gerüche. Ohne extra Spülgang, genau. Wie gesagt, die schmeißt man einfach unten bei dem Arm halt rein, wo das Wasser halt rauskommt und ja, mal gucken, wie es so ist, weil gepflegt werden muss die Spülmaschine ja auch. Dann wollte mein Freund mal ausprobieren von Balea diese Hornhaut-Entferner-Socken mit Nanaminz-Teeduft ist das ja und ja, mal gucken, was er dazu sagt, ob das was bringt bei ihm. Dann haben wir hier noch von Balea, dieses Deo Body Spray Cozy Thailand mit Kokosmilch und Lotusduft. Ja, wieder sehr, sehr schönes Design. Kokos mag ich sehr gerne und ich denke mal, das wird mir sehr gut gefallen. Dann haben wir hier noch, wie immer, meine Slip-Einlagen von Yessa.
diese Comfort Aloe Vera. Die mag ich sehr gerne und kaufe ich mir immer wieder nach. Dann habe ich hier noch die Body Lotion von Balea, California Love. Erfrischt mit Limetten und Beerenduft ist das, genau. Auch wieder sehr, sehr hübsches Design und da kann man einfach nicht Nein sagen. Zettel habe ich auf jeden Fall auch. Dann haben wir hier noch ein paar Sachets, beziehungsweise ja so Badezusätze und Masken, beziehungsweise, ja. Und da habe ich jetzt einmal von Dresdner Essence Momente für mich, funkelnde Badekristalle mit beschwingt süßen Duft. Ich gucke mal gerade, wie was draufsteht. Mit goldenem Glitzer steht hier auf jeden Fall drauf. Und Traubenkernöl. Ja. Dieses einmal. Dann von TT Sept Sinnenreise Ausflug ins Grüne mit Sonnenblumenduft. Sieht auch sehr, sehr hübsch aus für den Sommer. Dann Dresdner Essence einfach mal weg. Das ist ein Pflegebad mit dem Duft nach Freiheit. Das ist ein, oder das Bild ist Sieger des Fotowettbewerbs 2018 geworden. Das Bild entstand auf dem Roadtrip durch die USA und zeigt den Mono Lake in Kalifornien. Okay, sehr interessant. Ist auf jeden Fall, steht jetzt nichts drauf, mit was das ist. Aber wie gesagt, bin ich gespannt drauf. Und was mir sehr, sehr gut gefällt, ist von TT Sept dieses La Dolce Vita. Verwöhnendes Pflegebad mit Orangenblüte, Bergamotte und Rosmarin. Mit Glitzereffekt ist das, genau. Ja, die lassen sich ja wirklich immer sehr, sehr viel einfallen. Und ja. Dann habe ich hier noch von Balea diese Avocado- und Honigtuchmaske. Da bin ich auch schon gespannt drauf. Ist ja jetzt so eine neue Reihe. Da gibt es ja auch Reinigungsschaum und Gesichtspflege für. Ja, aber die Reihe hört sich sehr, sehr interessant an und ist für normale und trockene Haut. Genau. So, dann geht es weiter mit Rossmann. Jetzt kommt nur noch Rossmann. Da habe ich jetzt einmal mitgenommen von, was heißt, von Dekowelt. Von der Dekowelt ist das. Hier so ein schönes Design, so ein Blumendesign. Mal gucken, wofür ich das halt nehme, weiß ich noch nicht. Aber so ein Papier kann man eigentlich immer brauchen. Und dann nochmal auch nochmal so ein Blumendesign, aber mit Grün versetzt. Genau, das gefiel mir ganz gut. Und kostet jeweils 99 Cent und da kann man eigentlich nichts verkehrt machen. Genau. So, dann geht's weiter. Da habe ich mir den nochmal mitgenommen. Zwei so eine Taschentücherboxen. Einmal steht hier drauf Enjoy the Summer und Summer Adventure Begins steht hier drauf und sieht sehr, sehr hübsch aus. Wie gesagt, so eine Boxen brauchen wir wirklich immer. Und nochmal so ein blaues Design. Das ist jetzt sehr einfaches Design, aber gefallen mir am besten von denen, die sie da hatten. Genau, deswegen kam das halt mit. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich es am besten mache. Mit den Produkten. Weil das relativ schwer ist. Schau mal was raus und zeige euch das dann erstmal. So, da habe ich auf jeden Fall mitgenommen von Alta Pharma diesen sterilen Wundverband, beziehungsweise da sind 5 Stück drin. 8x10 cm. Für sensible Haut und diese brauche ich im Moment, deswegen, ich hatte zwar noch Pflaster, aber die halten irgendwie nicht so gut, deswegen habe ich gedacht, nimmst du die auf jeden Fall mal mit. Wie gesagt, die brauche ich ja im Moment, dass ich, die Nähte sind jetzt zwar raus, aber ja, ist halt noch so offen und schorf drauf. Dann gibt es jetzt auch neu von King's Crown diesen Früchtetee, also zum Aufbrühen. Na, aufbrühen nicht, aber zum kalt genießen, so für den Sommer. Erdbeer-Himbeer habe ich mir da mitgenommen. Braucht man einfach nur mit kaltem Wasser dann aufgießen und ziehen lassen und ja, in den Kühlschrank stellen oder so. Dann habe ich mir mitgenommen diese Servietten mit dem Tulpen drauf. Ich möchte so Art so eine kleine Osternester zu Ostern halt machen für meine Eltern und da habe ich gedacht, machst einfach so eine Serviette rein. Sieht vielleicht schöner aus als, oder ist einfacher als
na, Ostergras oder so, deswegen habe ich gedacht, nimmst du die mit. So, dann tauche ich nochmal ab und hole nochmal was raus. So, dann habe ich einmal mitgenommen von Vernell diesen Weichspüler. Fresh Control Ice Blue steht hier drauf mit Geruchsneutralisierungstechnologie. Gab es jetzt ganz neu bei Rossmann und der riecht eigentlich sehr gut. Deswegen habe ich gedacht, nimmst du den auf jeden Fall einmal mit zum Testen. Wie es halt auch in der Wäsche ist oder so. Dann hatten sie noch von King's Crown diesen Früchtetee Pfirsich Maracuja. Der hat mich auch sehr angesprochen. Also die beiden Sorten, den gab es noch Gurke Minze. Aber bei Gurke bin ich immer so ein bisschen, ein bisschen, würde ich vielleicht mal ausprobieren, aber muss ich nicht unbedingt haben, so. Okay, auf jeden Fall Pfirsich Maracuja. Dann gibt es einen neuen Aufsteller mit ganz viel schönen Duschgelen und Bodylotions und alles sowas halt mit Sun und Sohn, also mit Sommerdesign. Und da habe ich jetzt einmal von Isana dieses Duschgel mitgenommen. Zahn Ozon Sonnenduft steht hier drauf, limitierte Edition. Ja, sieht sehr, sehr hübsch aus und soll ja mit dem Duft sein von dem Zahn Ozon, wie gesagt. So. Dann hole ich mal die Tüte hier hoch. Dann habe ich jetzt einmal mitgenommen von Isana dieses Salzölpeeling, Limone und Minzöl für spürbar geglättete Haut ist das. Sieht sehr interessant aus und ich mag so eine Pötte an Peelings. Dann habe ich noch mitgenommen dieses Zuckerölpeeling davon, das ist mit Maracuja und Jojobaöl für geschmeidige Haut. So, dann kommen wir noch zu einer Seife. Irgendwie klappt das hier heute alles nicht. Jedenfalls die milde Seife Côte d'Azur steht hier drauf. Pflegende Reinigung, duftet nach Zitrone und Meeresluft. Fand ich sehr interessant. Unseren Nachfüller finde ich eigentlich auch gut. Deswegen kam die jetzt einmal mit. Im Moment brauche ich zwar normale Seifen auf, aber die finde ich eigentlich auch nicht so schlecht, weil da zweimal halt auffüllen kannst, anstatt einmal zu benutzen. Ja, schwer zu erklären, aber so halt. So, dann habe ich noch ein paar Produkte drin, ne? Auf jeden Fall habe ich mitgenommen diesen Duschschaum von Isana für Fruity Dream mit spritzigen Orangen- und Vanilleduft mit Mandelöl. So. Dann dieses Duschgel von Isana Mohnblume. Duftet nach Wildblumen, inspiriert zum Träumen. Jo, sieht sehr interessant aus. Dann hatten sie auch neue Masken. Und da habe ich jetzt einmal mitgenommen von Isana Young diese Aktivkohle-Fließmaske Home Spa. Das ist mit Traubenextrakt und mit Massagepunkten steht da drauf. Ja. Mal gucken, wie die so ist. Dann habe ich noch mitgenommen von Isana Young diese pflegende Home Spa Maske, also Tuchmaske mit Kokosnussöl. Ja. Und dann von Isana so ein Sachet Körperpeeling, Kaffee und Mango mit sinnlichen Kaffee und Mangoduft mit Jojobaöl steht hier noch drauf. So, weiter geht's. So, dann geht's weiter. Habe ich hier einmal noch dieses Duschgel aus der Limited Edition. Don't Worry, Beach Happy. Limitierte Edition. Ja. Wie gesagt, sind sehr, sehr schöne Designs wieder dabei. Dann noch die Body Lotion Golden Glow mit goldenem Schimmer. Einmal Müllsäcke brauchte ich wieder, diese großen, die nehme ich gerne für so Flaschenpfand oder so oder den Müll im Keller, was man so von der Waschmaschine hat oder wie auch immer. Genau, das. So, dann habe ich zweimal mitgenommen, dieses
Tät sich selbst mehrerseits Gelenke und Muskeln. Mein Freund wollte das mal wieder haben. Ich habe im Moment nur was mit Rücken zu Hause und er möchte aber gerne das, weil er das eigentlich sehr, sehr gern mag. Dann noch ein Körperpeeling von Isana, Kaffee und Kokos. Ja, sieht sehr, sehr interessant aus und ich denke mal, ich stehe zwar drauf für eine Anwendung, aber vielleicht schaffe ich es auch für zwei. Mal gucken, wie viel das halt so auf dem Körper macht und so weiter und so weiter. So, dann geht's weiter. So, ein letztes Mal abgetaucht. Ihr seht schon. Dann habe ich mitgenommen von Isana diese Body Cream in Paris. Duftet nach Rosen und Liebe. Reichhaltige Pflege. Das sind nur 300 ml Bottich. Ja. Dann habe ich mitgenommen von Isana Professional dieses Shampoo Manuka Honig für strapaziertes und trockenes Haar. Mit Manuka Honigextrakt und Mandelmilch ohne Silikone. Dann den zweiten Duschschaum von Isana Cotton Dream. Der ist ja mit sanftem Blütenduft und Mandelöl. Ja. Und dann habe ich noch diese Limited Edition Travel More und Worry Less steht hier drauf. Travel More, Worry Less Duschgel. Dann gibt es ja auch eine interessante Aufmachung vom Duschgel. Hier diese Schmusekatze steht hier drauf. Mit blumig-fruchtigem Duft, Limited Edition. Und dazu noch dieses Badesalz mit süß-fruchtigem Duft. Genau. Das sind jetzt die Produkte, die ich jetzt mal wieder eingekauft habe. Ich habe noch einige andere Produkte gekauft. Zu Ostern, für ein Tauschpaket und so weiter. Ja, man muss halt immer ein bisschen sammeln. Und ich möchte halt auch immer nicht alles auf einmal kaufen. Deswegen kaufe ich halt immer stückchenweise immer was bei DM, zum Beispiel für ein Tauschpaket oder so, bei Rossmann meine ich, für ein Tauschpaket oder so, oder zu Ostern jetzt, genau. Okay, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn es ein bisschen turbulent war, sage ich jetzt mal, durch die Tüte, weil das alles hier nicht so klappt und ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!